Meshes kann man in unterschiedlichen Teilen modellieren. Die Teile, das heißt, was bedeutet das, Single oder Multi? Erstmal kann ich habe hier ein Mesh und ich kann jetzt noch ein zusätzliches Mesh erzeugen und sagen, okay, du wirst irgendwann einer der Scheinwerfer. Das heißt, ich positioniere den erstmal ungefähr da, wo er wäre. Scheinwerfer, nehmen wir mal die Frontscheinwerfer. Hier, so, der ist jetzt erstmal grob positioniert. Dem gebe ich mal das Material, damit es ein bisschen einfacher fällt, dass wir auch für das andere Auto haben oder für das Auto haben. So, jetzt skaliere ich den als erstes mal. Ups. Geht natürlich noch nicht. So, jetzt habe ich also zwei Objekte, die nicht zusammengehören und die aber letzten Endes dann irgendwann ein und dasselbe ein Objekt werden sollen. Der Vorteil, wenn man unterschiedliche Objekte jetzt hat, ist einfach da drinne zu sehen, dass ich Front, also vernünftige Namen sollte man immer geben, damit man weiß, was das ist, und eventuell sogar nach rechts sagen, wobei ich empfehle, die Nomenklatur von Blender zu benutzen. Punkt R hat Vorteile später. So, die Lampe ist also jetzt ein einzelnes Objekt, damit ich irgendwann vernünftig arbeiten kann, zum Beispiel die Lampe nur einzeln bearbeiten kann, ist es sinnvoll, sich die Objekte auf einzelne Collections zu setzen. Das heißt, Collections sind Layer. Ich kann also jetzt einen neuen Layer anlegen und zum Beispiel die Lampen. Jetzt kann ich den da reinziehen. Den horch. Kann ich auch in eine Collection packen. Karosserie zum Beispiel, schiebt die da rein. Ich kann übrigens Lichter und so ausmachen, die braucht man nicht. Die kann man sogar löschen, aber das ist gehüpft wie gesprochen. So, die Karosserie will ich jetzt nicht bearbeiten, sondern ich möchte nur die Lampe bearbeiten, also kann ich die Karosserie einfach ausschalten und auf die Art und Weise kann ich jetzt mich voll und ganz auf dieses Objekt konzentrieren und gebe dem erst einmal eine grobe Form. Wie grob oder wie gut, das ist letzten Endes, ja, muss man gucken, wie gut die Vorlage ist, also wie viel gibt das tatsächlich her. Und ich würde sagen, hier gibt es nicht so fürchterlich viel super her. Also viel mehr ist für mich schon fast nicht drin da zu machen. Na. Man natürlich sagen, das ist aber gar nicht so die Lampe, das ist ja völlig eckig. Ja, das ist richtig. Ist völlig eckig. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich das rund kriege. Rund annähern ist meine Devise. Rund annähern bedeutet, ich versuche die Rundung über Ecken zu erreichen und nicht über viel Geometrie. Und über Ecken heißt, ich schneide mein Objekt nochmal ein paar Mal durch. Gehe in die Frontansicht und schaue, dass ich hier meine Selektion irgendwie bekomme. Auf die äußeren Kanten. Selektion ist an dieser Stelle ganz wichtig. Je besser man die Selektionsmodis beherrscht, desto weniger Arbeit hat man. Und man braucht ein räumliches Vorstellungsvermögen. So. Skalieren und so langsam wird das Ding rund. Der war nicht richtig. Schiebe ich jetzt noch ein bisschen runter und skaliere den ein bisschen hoch. Damit habe ich erstmal meinen Scheinwerfer so, wie er ungefähr so sein muss. Dass der jetzt hier vorne so ein bisschen aus der Art schlägt,
Das stört mich jetzt erstmal nicht so wirklich, weil ich weiß, dass ich das relativ leicht korrigieren kann, indem ich halt mir die Punkte schnappe. Okay. Er macht keine Ring Selection. Und ich habe sie auch nicht richtig angewendet. Das ist er und das. So. Die Seitenansicht wieder. Skaliere X zwar 0 und bin dann und habe mein Objekt so halbwegs gerade. Dass die Mitte jetzt nicht super in der Ebene, die habe ich nicht selektiert, darum ist sie halt nicht in der Ebene, aber tatsächlich werde ich das später sowieso so machen, dass der da eine Beule hat. Von daher kommt mir das ganz zu Pass. Vielleicht mache ich das aber später noch ein bisschen anders. Das ist immer so eine Situationssache. Man muss nicht immer sofort alles machen. Ich kann auch anders arbeiten, als jetzt ich das hier gemacht habe. Das ist. Vielleicht gibt es eine bessere Methode, die habe ich jetzt nicht gerade mir überlegt, weil ich das relativ ad hoc gemacht habe. Aber so ist mein Objekt zumindest erstmal wieder planar. Die andere Art und Weise, um es jetzt nochmal zu vertiefen, ich schalte mal meine Lampen aus und gehe wieder in die Karosserie. Ich habe zum Beispiel den. Was nehmen wir, die Zierleiste oder so oder die Türgriff oder ich kann auch innerhalb des Objektes zusätzliche Geometrie erzeugen. Wenn ich im Edit-Modus bin von dem Mesh, kann ich durch Shift A ebenfalls das Kontextmenü holen und mir ein neues Mesh machen. Dieses Mesh entspricht dann allerdings oder ist nur im diesem Mesh vorhanden. Das heißt, es ist kein eigenständiges Objekt, wie man jetzt sieht, sondern es ist lediglich eine Ansammlung von Vertices, die zusätzlich zu diesem ursprünglich aus einem Cube bestehenden Objekt hinzugefügt worden sind. Und wir sehen jetzt auch, was passiert. Ich habe das zugewiesen, dass der benutzt den Mirror-Modifikator schon. Jetzt will ich aber hier oben die Lampen machen, zum Beispiel. Das funktioniert dann auf die Art und Weise nicht. Also muss ich mich jetzt an dieser Stelle mit dem Clipping beschäftigen. Das heißt, ich schalte das Clipping aus, schiebe mein Objekt an die richtige Stelle und kann es dann wieder einschalten. Und dann kann man sehen, passiert was. Die Objekte bleiben trotzdem. So, immer schön ranzoomen, damit man optimale Sicht hat. Skalieren auf der X-Achse, skalieren auf der Z-Achse. So, dieses Objekt ist jetzt Teil des ganzen Objektes, also des Cubes. Damit ich dieses Objekt selektieren kann, kann ich eine Fläche zum Beispiel auswählen. Das ist jetzt in dem Objekt, von daher ist es gar nicht so einfach, da dran zu kommen. Und schauen wir mal, ob er hier was angelegt hat? Nein, hat er nicht gemacht. Das heißt also, hier komme ich nicht gut dran. Ich kann jetzt die Fläche nämlich nicht selektieren, weil die immer im Weg liegen. Einzige Möglichkeit ist jetzt, den X-Ray-Modus einzuschalten. Und jetzt kann ich das Objekt wählen. Und damit ich das Objekt immer wieder wählen kann, lege ich mir eine sogenannte Vertex Group oder ein Face. Ich glaube, es ist eine Face Map, die benutze ich nicht. Hat mich letztens erst ein Student darauf aufmerksam gemacht, dass das auch ginge. Face Map, die selektierten Assign. Das gleiche mache ich jetzt nochmal mit der Group. Ich assign diese Punkte jetzt zu dieser Group. Jetzt wähle ich den X-Ray-Modus aus. Jetzt ich kann ihn wieder nicht anwählen. Jetzt will ich den aber selektieren. Dann kann ich hier in die Group gehen und sagen Select und dann selektiert er mir die, die ich hier hinterlegt habe. Genau das gleiche müsste hier eigentlich auch passieren. Gut, aber. Ah, so geht's. Okay. Also auf die Art und Weise kann ich Gruppen innerhalb eines Meshes machen, ohne mich mit vielen Meshes auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn ich es exportiere, dann brauche ich keine extra Aktionen zu machen.
Wenn ich die Lampe später an das Objekt dran heften möchte, dann muss ich über, bevor ich das mache, neue Version abspeichern. Wenn ich also diese Lampe selektieren möchte, das geht hier nicht. Dazu muss ich in den Edit-Mode. Man hat das Problem, wenn man in so einem Edit-Mode ist und selektiert dann andere Objekte, dass die manchmal dann orange sind. Das heißt, wenn man im Edit-Mode selektiert, behält er die Selektion bei. Wenn man in den Objektmodus wechselt und dann in den Edit-Modus eines anderen Objektes wechselt, das ist ein bisschen verwirrend. Muss man darauf achten. Aber letzten Endes ist es nur einfach, es ist auch selektiert, es passiert aber sonst nichts weiter. So, jetzt kann ich also die Lampe nur über den Scene Graph hier anwählen, damit ich den selektieren kann. Und jetzt kann ich natürlich auch bearbeiten. Und wenn ich jetzt aber aus der Karosserie und der Lampe ein Objekt machen möchte, dann muss ich die Objekte mergen. Mergen geht halt, ich wähle das Kinn, wähle mit Shift das Karosserieobjekt und drücke dann Steuerung J. Oh, schon passiert. Das ging so schnell, habe ich gar nicht mitgekriegt. So, Steuerung J, das heißt also, jetzt ist die Lampe ein Teil von diesem Objekt auch. Und wir haben hier noch das Problem, die Lampe hat einen anderen Rotationspunkt oder einen anderen Spiegelungspunkt. Und darum haben wir den jetzt mehrfach drin. Vielleicht habe ich aber auch nur mehrere Male die Achsen angewählt. Und dann muss ich natürlich das an der Stelle korrigieren. Vielleicht war das auch nur ein Fehler. Das ist also verschiedene Möglichkeiten, die Objekte einzeln oder als Teil des Ganzen oder als Einzelobjekte zu bearbeiten.